Ich glaube, man muss da wirklich respektieren, dass die Betroffenen nicht mehr können und diese Erschöpfung so groß ist, dass es wirklich nicht mehr geht. Und das auch innerlich dann so anstrengend ist, dass das einfach nicht geht. Also zusammenreißen funktioniert nicht. Hallo zusammen, ich bin die Lotta, Volontärin bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten und Teil der Mental Illness-Serie, in der wir uns mit psychischen Erkrankungen beschäftigen. Und ich habe mich explizit mit dem Thema Burnout auseinandergesetzt. Der Zustand kann dazu führen, dass Betroffene Depressionen entwickeln, Panikstörungen oder auch komplett zusammenbrechen. Und weil das Ganze nicht nur erwachsene Menschen treffen kann, sondern auch Kinder und Jugendliche, sind wir heute hier in Stuttgart bei Dorothea Wagner. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und hat zusammen mit Marco Bortolotti hier in Stuttgart eine psychotherapeutische Praxis für Kinder und Jugendliche. Frau Wagner, was genau ist denn Burnout? Also wir verstehen unter Burnout keine Erkrankung und es ist auch nicht aufgezählt unter den Erkrankungen. Es ist aber aufgeführt im ICD-10, in dem auch die Krankheiten klassifiziert sind. Und da wird es beschrieben als ein Zustand der totalen Erschöpfung, aber eben nicht als psychische Erkrankung und auch sonst nicht als Erkrankung. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Sozialpsychologie und war bezogen auf einen Erschöpfungszustand im Zusammenhang mit der Arbeit, vor allem in sozialen und Pflegeberufen. Wie bemerke ich denn, dass ich das habe? Oder wie bemerken Sie als Therapeutin, dass ein Patient jetzt sich in die Richtung entwickelt vielleicht? Also wir würden, wenn Symptome von Burnout auftreten, also diese Erschöpfung ist da ja genannt oder auch Erleben von Misserfolg am Arbeitsplatz oder ein Gefühl der inneren Distanzierung, würden wir eher sagen, es ist eine depressive Entwicklung. Und man merkt das dann eben an der Stimmungslage, wenn Interessen- oder Freudeverlust ist, wenn der Antrieb vermindert ist. Also die Erschöpfung, dann Verlust von Selbstvertrauen würden wir dann zuordnen, eben dieser Misserfolg. Und würden dann eben sagen, das ist eigentlich geht in Richtung einer Depression und würden dann auch das diagnostizieren. Aber wichtig, einfach so diese Erschöpfung und dieses Gefühl, ich kann nicht mehr und nichts macht mir mehr Spaß und ich sehe auch gar nicht mehr so wirklich den Sinn in dem, was ich da mache. Was kann man dagegen tun? Also wahrscheinlich gibt es keine eine Sache, die man machen kann, aber ja, wie helfen Sie dann den Menschen? Also das ist sicherlich auch, je nachdem, es gibt ja verschiedene psychotherapeutische Verfahren, die auch von den Krankenkassen anerkannt sind und bezahlt werden. Das ist einfach unterschiedlich. Wir würden einfach sagen, wir schauen, welche Probleme es gibt, also schauen uns die Situation an, versuchen auch das zu verstehen vom Hintergrund von den lebensgeschichtlichen Erfahrungen, also was hat mich an den Punkt gebracht, an dem wir sind. Und dann natürlich das Unbewusste, zum einen als Bereich, in dem die Probleme liegen oder die Konflikte liegen oder auch Erfahrungen schlummern, die bewusst werden wollen. Aber auch als ein Bereich, in dem manchmal auch Ressourcen und Schätze liegen, die wir nicht kennen. Und da geht es einfach darum, da auch einen Zugang zu finden zum Unbewussten. Und das machen wir über Träume bei Kindern, auch über Spiel, über kreative Methoden, übers Gespräch. Aber natürlich schon auch, wenn jemand dann kommt, dass man einfach zuhört und versucht zu verstehen und das Gefühl gibt, ich verstehe, worum es geht und gemeinsam auch Auswege suchen und dem anderen einfach einen Gesprächsraum bieten und ernst nehmen und wahrnehmen. Und das hilft schon auch viel. Und Sie sagen Kinder, also können Sie sich erklären, warum bei Kindern sowas auch auftreten kann? Weil ich glaube, viele in der Gesellschaft, die verbinden Burnout nur mit irgendwie dem oder der gestressten Managerin oder so. Aber das ist ja auch für Kinder ein Thema, oder nicht? Also bei Kindern könnte ich es jetzt nicht sagen, ja, weil also Kinder, also wenn wir es als depressive Entwicklung verstehen, da äußert sich das auch völlig anders, eine depressive Symptomatik, wie jetzt bei Erwachsenen. Also die werden dann eher aufgeregt und hyperaktiv und das äußert sich dann in solchen Symptomen häufig und gar nicht so sehr in diesem Gedrückten, was wir kennen von der Depression und der Müdigkeit und der Lustlosigkeit. Oder dass die dann mal nicht mehr spielen können. Von daher, ich glaube auch im Zusammenhang jetzt mit Schule oder Arbeit ist das eher, also würde ich das jetzt so nicht beschreiben oder kenne ich das so nicht. Bei Jugendlichen, glaube ich, gibt es schon häufig Drucksituationen in der Schule, die dann Auslöser sein können. Leistungsdruck, Stress, auch Termindruck. Und das kann dann schon einfach auch in eine Depression führen. Und glauben Sie, das hat zugenommen in den letzten Jahren, wenn wir jetzt über Jugendliche sprechen und Schule und den Stress da?
Also ich habe schon den Eindruck, das nimmt zu. Also ich beobachte schon, dass zum Beispiel nach dem Abitur das Gap Year zunimmt, also dass da Jugendliche auch sehr erschöpft sind nach dem Abitur und einfach erstmal eine Pause brauchen, dann manchmal tatsächlich auch psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wo es hingehen soll für mich. Das hat sich, glaube ich, schon verändert im Vergleich zu früher. Das ist jetzt aber ein subjektiver Eindruck. Aus den Zahlen wissen wir aber schon, dass Depression insgesamt zunimmt in der Gesamtbevölkerung. Das kann natürlich sein, dass es tatsächlich zunimmt und vielleicht dann auf solche ungünstigen Umweltfaktoren auch zurückgeführt werden kann. Wir sind natürlich aber auch aufmerksamer und diagnostizieren vielleicht auch mehr. Und das muss man auch immer berücksichtigen, wenn man über die Zunahme von psychischen Erkrankungen spricht. Und in dem Zusammenhang sind ja auch soziale Medien ein Thema für Kinder und Jugendliche. Glauben Sie, dass die vielleicht auch eine Rolle spielen, dadurch, dass man sich da mehr vergleicht und Kinder und Jugendliche das vielleicht irgendwie belastet? Ja, oder dass vielleicht auch Vorbilder vorgelebt werden oder Erwartungen gestellt werden oder vermittelt werden, die einfach nicht realistisch sind und denen Jugendliche dann versuchen nachzueifern oder so das Gefühl haben, das passt eigentlich bei mir, mit mir stimmt was nicht, und dann einfach versuchen auch Ziele zu erreichen, die überhaupt nicht realistisch sind. Und ich glaube, wenn es um Erschöpfung geht, dann spielt es schon immer eine Rolle, sind meine Ziele realistisch, ist das wirklich realistisch, was ich erreichen möchte, oder muss ich da vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was passt denn eigentlich zu mir? Und Sie hatten da auch schon das Thema Stress erwähnt, weil Stress in dem Zusammenhang ja eine große Rolle spielt. Ist der Auslöser für so eine Erschöpfung? Aber weil Stress ist ja subjektiv. Also welche Rolle spielt das für den Einzelnen? Ich meine, es gibt ja Stress, der tut uns gut und der beflügelt uns und das macht dann Spaß. Und das ist völlig in Ordnung, auch mal eine stressige Zeit zu haben. Und dann gibt es Stress, der macht uns einfach auch krank und der kann schlechter verarbeitet werden. Und mit dem tun wir uns einfach schwer. Und das halten wir auch eine Weile aus, aber es darf auch nicht zu viel sein. Und dann kann einfach Stress zu einer Belastung führen. Und eine Belastung kann immer auch ein Auslöser sein, dass dann tatsächlich eine psychische Erkrankung auftritt. Und wenn ich jetzt merke, ich bin gestresst, wo ist dann der Grad dazu, dass es vielleicht in Richtung dieses Burnout-Syndrom der Erschöpfung geht? Also wie bemerke ich da, dass es eben in die falsche Richtung geht? Also von einem gesunden Stress oder von einer stressigen Phase erholen Sie sich. Also dann haben Sie Urlaub oder Wochenende und Sie schlafen mal ein paar Tage ausreichend und dann geht es Ihnen einfach wieder besser und Sie haben das Gefühl, der Akku wird wieder voll. Und wenn der Akku dauerhaft leer bleibt und Sie so den Eindruck haben, ich kann schlafen so viel ich will, ich bin morgens so müde, wie ich eigentlich abends ins Bett gehe oder sogar noch müder, dann ist einfach Zeit, sich Gedanken zu machen. Oder wenn Sie auch merken, ich bin eigentlich zu müde, als dass mir noch irgendwas Spaß macht, was mir sonst Spaß macht, dann sollten Sie einfach schauen. Aber einfach so, wenn die Erholung dauerhaft ausbleibt. Und was wäre dann der erste Schritt, also wenn ich das bemerke, zum Hausarzt gehen oder wie läuft sowas ab? Also Haus- oder Kinderarzt ist immer eine gute Idee. Ja, Sie können natürlich einfach auch mal für sich gucken, was kann ich verändern, womit hängt es zusammen. Ja, vielleicht finden Sie ja auch was oder merken dann selber, oh, ich sollte kürzer treten oder ich kann mich da schlecht abgrenzen. Aber wenn das ein Dauerzustand ist und Sie haben so das Gefühl, Sie kommen nicht mehr alleine raus, Haus- oder Kinderarzt sind Ansprechpartner natürlich. Man kann sich professionelle Hilfe holen. Also es gibt ja die Möglichkeit auch, einer psychotherapeutischen Sprechstunde. Also da kommt man mal in die Praxis und lässt sich beraten, erzählt, worum es geht und kann dann so eine Einschätzung bekommen, was oder gemeinsam überlegen, was könnte mir helfen. Das ist eine Möglichkeit, das ist noch keine Therapie. Man kann in Beratungsstellen gehen, also es gibt ja Lebensberatungsstellen, so Psychiater, Psychiaterin. Kann ich das Ganze auch vorbeugen? Hätten Sie da irgendwelche Tipps, dass es eben gar nicht so weit kommt, dass ich mir Hilfe suchen muss? Also spielt sicherlich eine Rolle bei Stress die Frage, also wenn wir sagen, Stress ist mit einem auslösendes Moment oder Belastung, was habe ich für einen Ausgleich? Also definiere ich mich jetzt nur über Arbeit oder Schule oder habe ich auch so das Gefühl, auch wenn es mal nicht so läuft, es gibt noch was außenrum und es bin auch ich und da finde ich mich dann wieder. Und dass man da für einen Ausgleich sorgt, Hobbys hat, auch private Beziehungen hat, also das hat ja auch in der ursprünglichen
Idee von Burnout eine große Rolle gespielt, dass es dann vor allem auch berufliche Beziehungen waren, dass man auch dann private Beziehungen hat, die man als befriedigend erlebt und das nicht immer nur dann im Beruf oder in der Schule zum Beispiel stattfindet. Ja, dass man sich so auch einen Ausgleich schafft und natürlich schon auch, und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen lernen, sich selber zu sagen, jetzt ist gut, jetzt mache ich Pause, jetzt ist Stopp. Und sich manchmal auch vielleicht, wenn ich merke, meine Erwartungen sind zu hoch und ich zerbreche daran, einfach auch mal die Erwartungen zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bin halt jetzt nicht gut in Mathe oder das ist was, das geht mir bei der Arbeit schwer von der Hand, dann ist das auch mal so und es muss auch nicht alles perfekt sein. Und wenn ich jetzt in meinem Umfeld bemerke, dass jemand sich in Richtung dieses Erschöpfungssyndroms entwickelt, was kann ich dann machen, also als Familie oder Freunde? Wie kann ich dem helfen? Na, Sie können auf jeden Fall mal fragen, wie es der Person geht und die Beobachtung ansprechen. Und wenn das wirklich auch in Richtung einer Depression geht, dann braucht die Person auf jeden Fall auch professionelle Unterstützung. Also einfach, weil Depression häufig ja auch mit suizidalen Gedanken in Zusammenhang steht und da braucht es dann schon auch den Raum, dass jemand professionelle Hilfe bekommt. Und dann geht es darum, weil ja oft auch so Rückzugstendenzen dazugehören, dass man das dann ein Stück weit, also zum einen für Hilfe sorgt und dann aber auch respektiert und einfach da ist und das dann einmal aushält, wenn jemand auch eher für sich ist und jetzt vielleicht nicht mit Party machen geht und trotzdem nochmal Angebote macht und guckt, vielleicht geht's ja heute oder vielleicht hat er oder sie heute Lust, das zu machen. Gibt's sowas, was man auf keinen Fall machen sollte, also was komplett kontraproduktiv wäre, jetzt als Familie oder Freunde? Ich glaube, so in Bezug auf Depression ist es vor allem, reiß dich zusammen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Also ich glaube, man muss da wirklich respektieren, dass die Betroffenen nicht mehr können und diese Erschöpfung so groß ist, dass es wirklich nicht mehr geht. Und das auch innerlich dann so anstrengend ist, dass das einfach nicht geht. Also zusammenreißen funktioniert nicht. Und dann eben helfen den Leuten, auf sie zugehen und eben auch das akzeptieren, dass es so ist, diese Erschöpfung, so, dass sie sich nicht nur einbilden zum Beispiel oder sowas. Genau, also ernst nehmen spielt eine Rolle und schon auch darauf bestehen, dass jemand sich professionell Hilfe sucht. Also das geht dann auch nicht von alleine weg. Sondern dass man dann wirklich hilft, auch Zugang zu finden, ermutigt. Je nachdem, in welcher Rolle man ist. Als Eltern kann man da vielleicht auch noch mal mehr hinterher sein, wie jetzt als Freundin oder Freund. Mhm. Dann einfach auch darauf besteht, dass jemand sich Hilfe holt. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Kanal gerne ein Abo dalassen und uns in den sozialen Medien folgen. Hier auf dem Kanal findet ihr dann noch weitere Videos zu psychischen Erkrankungen und Gespräche mit Betroffenen und Experten.